Hast du einen Freund, öfter können wir anheben? Also wir haben einen Fort an Unternehmung. Wir sind sich Tage zu neu gekommen, zu haben wir Schmuss, aber nicht nur. Oh, es ist also still. Seltene Sache. Im Namen von der Jüdischen Liga will ich euch begrüßen zu der heurigen Programm des Koren Dr. Mordechai und Sharna Schechter, oder Herr Mascholem. Was wir wissen, sie gewinnen die Seilen von der Jüdischen Liga befragt. Und von der New Yorker jüdischistischen Zwiebel Bichlau. Ich dachte, dass ich darf euch nicht übergeben, wer sie sind gewesen. Ihr habt sie dachte, alle gekannt. Und, also wie alle Jahr, werden heute euch sein interessante und bald lehrwürdige Eräußerungen von Professor Benjamin Moss von der Johns Hopkins Universität, von Professor Itzi Gottesmann von der Texaser Universität und von der feinen Sängerin Jenny Lopatnik. Was ist gekommen, uns behandelt sein Arsch von Kharkiv, Ukraine. Ich weiß nicht, sie ist gekommen nur zu lieb der Unternehmung, aber gekommen ist sie von Kharkiv. Ich heiße Agif Herschel-Gläser, aber das weißt ihr schon, meine ich. Wir sind speziell zufrieden, was die heutige Programm kommt für beschast das Sommerprogramm auf den Namen Uriel Weinreich. Sind das Studenten von der Heijoriker Programm? Ja. Oh, sehr schön. Lassen Sie begrüßen. Ganze Delegatie. Ist früher vor allem will ich euch vorstellen Professor Cyril Kuznets, eine Forscherin von der jüdischen Geschichte und der Haupt, bis noch als der Haupt von jüdischen Lemudim in Bard College. Zwischen anderen ist Professor Kuznets die Mechaber der Koidemkopf von der Dissertatie, was vor Jahren heraus in Buchform, wegen der Historie von dem jüdischen wissenschaftlichen Institut Yivo. Sie heißt es die größte Kennerin von dem Yivo beim heutigen Tag. Ist nicht mehr in wie recht, als sie so nicht zum ersten Mal stehen da auf der Tribüne. Und sie wird euch vorstellen, Professor Moss. Ciro. Ich wollte meine Rolle heint, ist vorzustellen, Benjamin Moss. Will ich den Mann ein paar Minuten nicht nur ein Mensch, nur Tage drei, was sind mir gewinn wichtig in meinem Weg zu Jiddisch. Der erste ist Dr. Mordechai Schechter, Oliver Shalom, in wem ins Namen wir haben sich heute versammelt. Ich habe gekannt Dr. Schechter wie mein Lehrer im Zoom-Programm und der Führer von der Sache Jugendruf-Unternehmungen. Aber ich habe auch damals gearbeitet in Jiva und ich habe ihn oft gesehen, wenn er ist gekommen, dort zu arbeiten. Und wir haben allemal gehabt einen Schmuss. Und heute habe ich damals geredet, jüdisch gar schwach, hat mich allemal ermutigt und ausgebessert meine Vieltausend in dem edelsten Eufen. Wenn ich bin gefordert, sich lernen auf ein Doktorat in Stanford Universität, ist dort nicht gewesen, als eine jüdische Zwiebel, wie ich habe gekannt in New York. Ich habe aber gehabt, ein größeres Zuchus. Damals haben sich verbracht ein halbes Jahr in Stanford Professor Schickel Fischmann, Oliver Scholem, mit seinem Freund Geller zu langen Jahren. Bekennendig sich mit den paar Studenten mit einem Interesse in Jiddisch in Stanford, haben sie sich genommen zu der Arbeit und geschaffen zwei Klassen bei seinem Stub. Geller hat gelernt mit den Anhebers, Schickel mit den Mittendicke. Sie haben uns euch oft verbeten auf Schabbos und gerät versteht sich nur Jiddisch mit uns. Ich will heute zu ersten Monaten meine Lehrer, Mordechai Schechter und Schickel Fischmann, Covid-Zero andenken. Beim Anheben von meiner Graduierstudien bin ich gefahren Sommerzeit auf einen Ulpan-Kurs in der Hebräischen Universität. In Klasse ist gewesen ein junger Amerikaner bis Graduierstudent, was hat nicht gewohnt in Internat mit den aller ausländischen Studenten, nur mit den Emissen Jusreulem. Dacht sich, als er hat verstanden, als gedei sich auszulernen als Sprach, muss man sein in der Zwiebe, wo man redet sie tagtäglich. Der junge Mann hat gemacht ein Räuschen mit seinem feinen Ivrit, seiner Ernstkeit und seiner Breitherzigkeit mit mir helfen mit unserer Heimarbeit. Von seiner Seite ist er gewinn imponiert, was ich kenne Jiddisch. Und ein paar Jahre nachdem ist schon gekommen zu mir, auf ein Kabbalistponum von neuen Graduierstudenten in Stanford, derselbe Mensch,
Und mich, begrüßt mit der freundlichen Shalom Aleichem, was machst du? Und also ist Benjamin Maas geworden, der erste Chaver, mit wem ich habe bei MS gered, Rak Jiddisch. Der junge Mann von meinem Ulpan-Kurs ist jetzt der führende Forscher von der Mizrach Europäische Jüdische Geschichte, Associate Professor and Felix Posen Chair of Modern Jewish History and Director of the Leonard and Helen R. Stolman Program in Jewish Studies bei Johns Hopkins Universität. Ist der Machaber von einer Reihe wichtiger Werke von ganz breiten von dem. Als Stam Bosser Verdamm schreibt er Rezensie von einem Buch. Einmal drei, vier Bücher auf ein Beschut für Stickerthema. Mit ein paar Jahren zurück hat Benjamin herausgegeben ein Essay, wo er redet um 11 neue Bücher wegen der russischen jüdischen Geschichte. In Benjamins Arbeit, meine ich, kann man sehen den Stempel von dem wichtigen Historiker Professor Jonathan Frankel, Oliver Scholem, was in seinem Meisterwerk Prophecy and Politics hat nur tief ausgeforscht jüdische politische Bewegungen, nur auch die Frage, was ist moderne jüdische Politik? Benjamins erstes Buch, Jewish Renaissance and the Russian Revolution, hat ein Schlau mit Informationen wegen der jüdischen Kultur, aber es gibt uns euch einen neuen Blick auf den ganzen Begriff von Kultur Gufe. Das Buch hat koscher verdient den prestigevollen Sammy Rohr Prize und geht daraus auf eine hebräische Übersetzung. Also wie Frankel ist Benjamin euch verinteressiert in der Kufis von Überbruch in der jüdischen Geschichte. Sein erstes Buch behandelt den Moment noch in größeren Überkehrnis von der russischen Revolution und sein neuer Forschprojekt entwickelt einen frischen Kuck auf die Jahre hart vor der Zweiten Weltmilchung. In seiner Forschung geht Benjamin euch in die Tritt von den größten Israel-Dicker Wissenschaftlern Dov Sadan und Chone Schmerok, was haben betrachtet Kultur bei Jeden auf alle Sprachen wie eine Ganzheit. Benjamins Arbeit nimmt er ein, was Jeden haben geschaffen, nicht nur auf Jiddisch, nur euch auf Evrit, Russisch und Polnisch. Ob bei mir, Freund von der Jiddischliga, wissen, als Benjamin bleibt ein übergegebener Jiddischist, was zusammen mit seiner Frau Hanne hat er mit drei jüdisch redende Kinder. Heint wird er reden auf der Thema, von wann nehmen sich unsere Zores, Nationalismus, die Meloche und der neue Antisemitismus in dem zionistischen, gaulisch-nationalistischen und territorialistischen Gedanken 1929 bis 1939. Benjamin Maas. Danke, danke, herzlichen Sie. Alle kennen mich Herren, der Herr dort von hinten. Ja. Gut, ich will Reschuskola bedanken, die Jiddisch Liga, für die Gelegenheit, diese teure Gelegenheit, abzugeben COVID, dem Andenk von meinem Lehrer und Wegweiser, nach dem Ort Schächter, Alva Scholem. Der hat es gesagt, weiß ich nicht, die Dr. Schächter wollte gewinnen, 100% zufrieden, von was er geredet, und dazu weiß ich auf sicher, als da und dort wird er Efter verkrimmten Ponem, sehr edel, wenn er soll hören, ein grammatischer Fehler oder ein deutscher Merismgur. Aber ich hoffe sehr, als er fort wollte er mir gegeben sein berühmten Halbschmeichel beim Sof und gesagt, dass es kommt mir ja schon keuer. Ihr möchtet allein beschließen. Gut. Und der Rieker, die Laienbrillen, entschuldigt. Cyril beschreibt, der jungen Mann und was ist vorgekommen mit ihm, weiß ich allein nicht. Das jüdische Volk lebt jetzt über eine bittere Stickelzeit, was bitter kann schon gar nicht sein. Die erschütternde Katastrophe von den deutschen Jiden, welche während von dem Hitler-Regime herausgestoßen von dem ökonomischen und kulturellen Leben mit Sturm und Drang, und die stille Tragödie, welche es lebt über die jüdische Bevölkerung in einige Miserchländer wie Polen, kann wirklich anjagen um eure Scheure wegen Sekunde von Untergang. Aber die Sekunde von Untergang bedroht in der Sache aggressiver Moss der kapitalistischen Ordnung. Und von ihr, das heißt von der kapitalistischen Ordnung, stammen doch im letzten Grund alle Zures und Redifes, was wir haben äußerstehen, mit Sadi, welche narren sich und andere,
Also es wird sich sehr eingeben unter zu sparen dem einfallenden kapitalistischen Binion mit jüdischer Hetzis und faschistischer Aidsis. Also hat geschrieben in Jahr 1933 Moshe Silberfarb, ein bekannter Aktivist und Publizist, was hat gestrebt, 30 Jahre aufzubauen ein Naimin jüdisch Leben in Mieser-Europa, weltlich national in Weltbenem, jüdisch in Sprach, sozialistisch in Politik. Und der Riker, da, in Mieser-Europa, wo Millionen Jiden haben lang gelebt und nicht dort, in Palästina, sind in andere Territorien. Wegen dem bitterstickel Zeit, wegen was Wilberfarb hat da gerät, will ich nicht lang breien. Ich nehme an, dass der Eulen da weiß ganz gut, wegen dem Matzef in Deutschland, noch 1933, und also ihr weißt euch etwas, und mehr wie etwas, wegen dem mehr komplizierten, noch gar nicht vogeldicken Matzef, von den 3 Millionen polnischen Jiden, Jiden in unabhängigen Polen. Wie es haben sich stark gelitten, große Teile von der Bevölkerung, von der tiefen ökonomischen Depression, was hat angehoben in Polen in 1928. Wie es hat gebuschewit, ein als mehr aggressiver und totaler Antisemitismus zwischen die polnischen rechten Nationalisten und zwischen die klerikalen Elementen, was haben beide gesehen in Jiden eine Sekunde zum Volksgesund, eine Säune, was man darf herausschreiben von der Gesellschaft und von dem Land. Mechutz die Rahmens von dem wild antisemitischen rechten Fliegel ist die meiste gewesen mehr neppeldig. Der Gefühl, als Jiden seinen in epischer Sinn ein Problem für ein polnisches Volk ist gewesen ganz verspreit in der breiteren polnischen Öffentlichkeit. Nur es ist nicht gewesen so leicht, sich zu wissen, wie weit ein Gefühl der Gericht und was für ein Spur es wird haben. Und die Regierung allein, Pilsudskis halb-autoritanische Sanazi-Regierung, ist gewesen als Sphinx. Nicht offen antisemitisch, noch nicht speziell liebhaberisch, zu den Jiden auch nicht. Silberfarb, was ist demnach gestanden, noch zum jüdischen, sozialistischen und diasporistischen Bund, ist gewesen sicher, aber der jüdische Matzef nimmt sich in letzten Grund von einer breiteren Krise in dem Kapitalismus. Und wie bitter der jüdische Matzef soll nicht sein, müssen Jiden nur aushalten, bis es kracht der Kapitalismus allein. Andere haben gesehen den Matzef ganz anders. Es ist wichtig, sich zu dämonen. Als in den frühen 1930er Jahren hat der Zionismus der Gericht zur Popularität, was es hat kein Monat früher gehabt in Polen. Bis 100.000 polnische Jiden haben gemacht alle Jahre in den frühen 30er Jahren und hunderte Tausende andere haben verzweifelt gesucht in alle Jahre Zertifikat. Und klar ist gewesen, was der Impact hat sich genommen meistens von der Jiesch wegen der jüdischen Zukunft in Polen. Viele andere polnische Jiden haben mit derselben Zeit sich gewendet zu der Organisation für Emigrantenhilfe, suchende, was für ein Ort soll nicht sein. Und nicht zufällig dazu, was dieselben Jahre haben gesehen die Auflebung von dem organisierten Territorialismus in Form von der Freilandliga. In dem Kontext haben jüdische Aktivisten und Denker von allen ideologischen Lagern gedarft sich rangeln mit dieselben Frage wie Silberfarb. Von wann nehmen sich unsere Zürich? Was sind die treibenden Faktoren und was die seitigen Wirkungen nur? Wohin geht das als morgen und übermorgen? Was ist die Beziehung zwischen ökonomischen Faktoren, Ideologien, Maluche-Politik und öfter weitere andere Faktoren, kulturelle oder psychologische Gor. Mein Referat heint wird warfen etwas Licht, auf wie verschiedene Denker und Tuer von der Zeit haben gestrebt zu verstehen dem Matzef und voraussehen, was weiter. In Sam Center werden stehen Denker so wie Silberfarb, was ein gewähnt Teil von der so gerufenen Gesellschaftlichkeit, weltliche Idischisten, Dorkeitskämpfer und Lerow Sozialisten. Dazu wollen wir sich bekennen mit etlichen zionistischen Denker und Gucker und auf ein Spitzmesser mit Tür, was man wohl gedarf rufen, Assimilatoren. Eine von meiner heutigen Fragen wird sein, mit welchen intellektuellen Marschieren, mit welchen Mitteln haben die auch verschiedene Intelligenzen ausgeteilt dem jüdischen Matzef? Ich habe angehoben meine Diskussion mit Silberfarben, weil sein Art Denken ist demnach gewesen ganz typisch und Attacke gehabt dem Eben an, in die diasporistischen Kreisen, benannt mit gewissen Teilen von dem Zionismus euch. Lassen wir es rufen, den materialistischen Zugang.
Und lassen wir bringen eine zweite Muschel, eine zweite Figur, ganz ähnlich Silberfarben, was wie Silberfarbe ist dämmelt gestanden, noch zum Bund. Und das ist Avram Menes. Das hat gerade eine spätere Karriere auch ganz eine andere. In die frühen 1930er Jahren hat er angeschrieben etliche protemdicke Essayen, was geben uns besser zu verstehen, die Logik von dem materialistischen Zugang. In einem Essay von 1930 hat Menes geteinete so: Die Ikersiebe von der jüdischen Armkeit in dieser Europa, die ist nicht kein Base-Willen, sie strukturelle Nicht-Zugepasstkeit, nur eine hintergestandene allgemeine Entwicklung in dieser Europa beklau. Weiter, die Reusstößung von Jeden von den mittleren Klassen ist nicht kein eiserner Klau, weil die kapitalistische Entwicklung wird Wellen mit Mehle verbreitern die Arbeitsmöglichkeiten in allen Sektoren, bis es kracht der Kapitalismus allein. Und drittens, der Maluche-Apparat, wie bes gestimmt er soll nicht sein, liege bei Jeden, hat Sofkosov wenig Keuch zu bestimmen dem Gang von dem ökonomischen Leben. Und liege bei dem Antisemitismus allein, hat Menes konstatiert, und dort zitiere ich: Der Antisemitismus ist gefährlich nur in jenen Ländern oder in jenen Zeiten, wenn die herrschende Bevölkerung hat zu leiden von einer ökonomischen Krise oder einer größeren Arbeitslosigkeit. Zweitens, der als scharfer Klassenkampf in dieser europäischen Gesellschaften hat stark gewirkt, und dort zitiere ich weiter, ob sie schwachen die nationalen Reibungen, darin kann kein Sofik nicht sein. Der verschärfte Klassenkampf zwingt scheinheit die verschiedenen sozialen Gruppen von herrschenden Volk, das heißt Polyaken oder Rumänier, sich verbinden mit den entsprechenden sozialen Gruppen von den Minderheiten, das heißt jüdische Arbeiter. In einem späteren Essay von 1932, gewinnt mit dem Antisemitismus allein, hat Menes nicht angemalt als ein vergoldetes Bild von dem Matzev. Nur fort hat er geteinet, ausnützende Theorien von Kautsky und Kondratjew, also in der ganzen Geschichte von dem Antisemitismus sind 1789 weiß sich heraus eine direkte und mamoschistische Wirkung von dem allgemeinen ökonomischen Massiv auf Antisemitismus Keuch und Impet. Und als der Antisemitismus fleht damit ab, wenn die Ökonomie verbessert sich. Emes, er hat Meude gewesen, als nicht die ökonomische Qualies allein können erklären alle geselderdicke Überbeiten in der Beziehung von der Römerker nicht-jüdischen Bevölkerung zu Jiden. Und er hat den Mond in verschiedene neue und öfter wichtige Faktoren äußer die Rahmens von der Ökonomie, was haben sich herausgewiesen sind der erste Weltmechome, wie ein altsteigendiger Nationalismus, zum Beispiel. Nur er hat beklall nicht gestrebt durchzutrachten, was für eine Rolle es kann spielen, die auch andere Faktoren im Bestimmen dem jüdischen Matzev. In dem dachte ich mir, ist er gewesen ganz typisch. Nur es sind gewesen Ausnahmen in seinen Kreisen. Es auch, was haben ja geprüft, zu verstehen die Rolle von neuen Faktoren, euch. Ederich, wenn sich sie sehen, aber, lassen sie sich zugucken zur Figur von der Zadzsche Kneged, zu dem zionistischen Tour Alter Djurjanow. In 1932, genau in demselben Jahr, hat Djurjanow herausgegeben ein protemdicken Porträt von dem polnisch-jüdischen Matzev. Interessant für uns ist, wie Djurjanow tracht sich rein in der Frage, zieht der jüdische Matzev nimmt sich von dem Antisemitismus, von der breiteren ökonomischen Krise, sie von etwas anders. Djurjanow hat Maßen gewesen, mit Menes und anderen, als polnisch-jüdische Zürcher seine Gewinne hochgenommen, ökonomische. Er hat auch Mäude gewesen, also es kann greilig gemalt sein. Also der Antisemitismus ist nur gewesen ein starker Keuch in gewisse Sphären von der polnischen Gesellschaft. Und als Pilsudskis Meluche allein ist nicht beätzend antisemitisch. Und Lesov hat er gut anerkannt, dass polnische Jiden sind weit nicht die Einzige, was leiden von einer bitteren Weltdepressie, von einer bitteren ökonomischen Neut. Und da setze ich über von seinen Ivres. Nicht nur 1 Million, nahe zähnliche Millionen arbeitslose Menschen wandern sich hungrig und durstig über jeden Schettich von der Erdkugel, von der Erdkugel. Aber da eine Analyse bringt Djurjanow ein Chilik. Andere arbeitslose Menschen auf der Welt, und da zitiere ich, sind nur arbeitslos, nur hungrig und durstig, nur nicht umgewünschene. Und der Fahr hört man sehr Geschrei. Bis aus unsere Millionen hungrige und durstige in Polen
zulieb dem, was sie seinen nicht gewünschene da. Man hört nicht sehr Geschrei. Und die, was führen die Maluche und seinen die Balabatim da, das heißt die polnische Regierung, wo seinen Bekäuch, sie bringen eine Sache, sie hat ein bisschen der Lesung. Sie hören nicht das jüdische Geschrei. Die Regierung wird nicht anstellen einen jüdischen Beamten, kein Jiden wird man nicht anstellen für einen Lehrer in einer allgemeinen Schule. Das heißt, kann sein, dass die Regierungsleute seinen meistens nicht kein Antisemiten allein. Nur vor seinen die Maluche Menschen nicht gerät, sie helfen Jiden, weil sie willen nicht, sie erkennen nicht, gehen gegen den Strom von einem breiten gesellschaftlichen Widerstand. Sie helfen Jiden, beschass Emeser-Poljaken, leiden euch. Hinter Dujanovs altmodischer Rhetorik befindet sich ein scharfer Reinblick in der Politik von dem Nationenstaat und in der Massiv von unpopulären Minoritäten in der neuerten Kufe von dem Nationalismus politischen Netzochen. Lassen Sie sich dämonen, in dem größten Überbeit, was die erste Weltmilchome hat gebracht. Vor der Milchome haben Jiden sich gefunden unter der Herrschaft von zwei vielvölkerischen Imperien, bis erst noch 1918 haben dieselben Jiden, meistens, mit der Ausnahme von den Sowjetjiden, sich gefunden meistens in neuen Nationenstaaten, oder vergrößerte Nationenstaaten, das heißt in Maluches, was man hat gegründet, Maluches mit klaren ethnischen Mehrheiten, was man hat gegründet, kedei, sie sollen dienen die Interessen von dem herrschenden Volk. Menes und Silberfarben haben nicht gefragt, sie es macht den Unterschied der Staatsform. Nur Durjanow hat ja und vorgelegt, als dort, wo jeden seinen gewähnt ungewünschten Gäste in die Augen von einem genug größeren Teil von der Gesellschaft, wird der Antisemitismus tief bestimmen dem jüdischen Geurel umdirekt, ob nicht direkt. Lassen wir sich zurückkehren jetzt zu der Gesellschaftlichkeit und zu noch zwei Intelligenten, wo seine Gestanden nennte zu die Diasporisten, wie Menes die Silberfarbe, wie zu Zionisten. Das sind Avram Rosen und Yankov Leschinski. Eigentlich hat seine Bede-Politik stark gebitten in Gang von den 1930er Jahren, bis Rosen, besser bekannt mit seinem Pennnamen Benadir, ist geworden einer von den vierendicken Territorialisten von 1934 an. Und Leschinski ist geworden, was man nennt er, zum politischen Zionismus, am meisten zu was wir wollen zurückkommen. Das ist aber gewesen ein bedrohendicker Prozess. Und früher, in den 1920er Jahren, sind beide gewesen beätzem Dauerkeit gestimmte. Dazu sind sie beide gewesen Leute zum materialistischen Verstand von dem jüdischen Problem. Nur sie sind speziell interessant zu uns, weil sie sind nicht gewesen so sicher wie Silberfarb Siemens, als die Probleme von miserisch-europäischen Jiden lassen sich erklären wie poschet eine Wirkung von der kapitalistischen Krise. Und bis zu einem gewissen Punkt schwimmt sehr Verstand zu neu mit dem von dem Zionist Durjanow. Beide haben gestrebt zu einem mehr komplizierten Verstand von der Rolle von neuen Formen Maluches und Massenpolitik in bestimmen die Prospekten von der jüdischen Zukunft in Miser-Europa. Also, Eile Marshall hat Benadir in einem Essay von 1928 wegen die schmalen ökonomischen Prospekten von Jiden in Miser-Europa geteinet, als die neue miser-europäische Maluches haben Mamele gedarft, erreichstuppen die Jiden von den Mittelklassen, zulieb zwei Siebes. Zulieb sehr ökonomisch hintergestandene Entwicklungsstuppe von einer Seite und zulieb der Demokratisatie von der anderen. Und dort zitiere ich. Das aktive Erreichstreten von den breiten Schichten auf der gesellschaftlichen Arena, das Zusammennehmen sich von den Volksmassen, vor Streben durchsetzen sehr organisierten Willen, vertätigen sehr kollektive Interessen und Bedürfnissen, der verschärfte Klassenkampf, der unmittelbare Kampf von Macht und Herrschaft, was flackert in der modernen Gesellschaft. Das alles zwingt als sind die Maluche, aktiv reinmischen sich in Gerangel von den sozialen Keuches. In dem Kontext ist das Erreichstößen von stottischen Minderheiten wie Jiden gewähnt ätzendig, von Maluches gegründet auf den ideologischen Boden von bedienen sehr Volk und eingebacken in die objektive Forderungen von einer verspätteten kapitalistischen Entwicklung in hintergestandene Agrarländer. Dieselbe Intuitions und noch andere dazu gefinden mir bei Benadirs Freund und oft der Gegner, der Demograf und Soziologe Yankov Leschinski.
In der Reihe Szenen von zwischen 1932 und 1934 hat Leschinski eingestanden auf dem, was Hodge in itzigen Moment nehmen sich die jüdische Zürichs meistens von der Weltdepressie, seinen scheuen in Gang eine Reihe strukturelle Entwicklungen, was sorgen zu, eine finstere Zukunft für polnische Jäden, auf viele, wenn die ökonomische Lage soll sich ausbessern. Bei welchen Faktoren genau ist Leschinskis Gedankengang nicht gewesen einheitlich? Lassen wir nun behandeln, Lamoschel, dem nicht kosche komplizierten Argument von seinem Essay von 1934, in Klemm von einer Übergangszeit. Und der Titel allein ist wichtig. Der Essay hebt sich an mit der langen Analyse von neuen Formen Molucherkapitalismus herum der Welt, von Nazi-Deutschland bis La Havdel, die Vereinigten Staaten von Roosevelts New Deal. Leschinski hat vollkommen angenommen, die marxistische Theorie, als alle solche Proven zu nützen dem Keuch von dem Staat wieder aufzuleben im Kapitalismus, seinen hoffnungslose Proven zu verfrieren die Geschichte gegen der unvermeidliche kommende Revolution. Nur da beit Leschinski dem Fokus von der Analyse unterzustreichen eine andere Mienfrage, wie die Frage ist, was Menes und Silberfarb haben gestellt. So sein, als die dosige Stagnatiepolitik muss sof kol sof untergehen. Nur was für eine Wirkung wird sie haben auf der Welt und auf die Jiden von Europa und was für eine politische Jerusche wird sie losen hinter sich. Leschinski hat vorgelegt, als sie lieb dem, was der faschistische, wird es gerufen, Molucherkapitalismus, hat für sein ätzem Ziel zu bekämpfen dem natürlichen Prozess von Klassendifferenziatie, sein Termin, wird jede Moluche davon proven, aktiv zu schaffen, eine Harmonie zwischen Klassen gegen sehr objektive Interessen. Und das weiter, in Licht von der itzigen nationalen Struktur von der Molucherschaft in Zentral- und Mitteleuropa, wird zwingen die Moluches, und da zitiere ich, verschieden dem Turm von der Klassendifferenziatie durch der verstärkter und intensiver nationaler Integrierung. Jene Integrierung wird sich ausdrücken durch autarkische Strebungen, wo seinen doch in Toch Amin demonstrieren die Achtestigkeit und Schutfestigkeit von den ökonomischen Interessen von aller Klassen, man mehle von der ganzen gegebenen Nazie, welche steht in Kampf gegen alle übrigen Völker. Und was wegen Minoritäten beklagt und Jiden befragt? Und da zitiere ich weiter. Das Streben zur nationalen Vereinheitlichung von der Moluche fordert man Mele auszuschließen innerliche, fremde Elemente vom moluchischen Leben. Der Antisemitismus ist nicht da der Iker. Nur ein mehr struktureller Druck, was führt zu einem Kampf von jedem Volk und Moluche gegen alle anderen. Nur der Geurl von Jiden wird fort nicht sein, kein Abstrakte. Die größte Teilen von allen Völkern wollen streben zu herrschen über die scheuen existierenden Moluches oder äußerkritzen am Moluche für sich, dort wo sie seinen konzentriert. Und nur Jiden wollen bleiben mehr oder weniger allein auf ein Schlachtfeld von alten, universalen Idealen. Beschass halb faschisierte Moluches arbeiten mit bewusst mehr Fleiß, Impet, öffentlicher Stütz und praktische Mitteln, sehr herauszustoßen von der Gesellschaft. Wie ich habe gesagt, ist Leschinskis Gedankengang nicht gewesen einheitlich. In anderen Essayen wieder hat er behandelt den gesellschaftlichen Antisemitismus allein wie einen unabhängigen Faktor, was wird haben eine gewaltige Rolle in bestimmen der jüdischen Zukunft. Schreibendig von Warsche, Sof 32, Punkt noch eine Runde gewaltige Umruhen, was antisemitische Studenten haben durchgeführt in Polens Hauptstadt, hat Leschinski angezeichnet ein Porträt von dem Antisemitismus Anhalt in der polnische Gesellschaft mit einem speziell scharfen Interesse in die eigenartigen Bedingungen in Galizien, in Mizrach-Dorum-Polen, wo die Mehrheit ist eigentlich gewesen ukrainisch und die Beziehungen zwischen die drei ethnischen Gruppen, Poljaken, Ukrainer und Jiden, haben gehalten und wären als mehr verbittert. In Licht von dem schein verschärften Konflikt zwischen der polnischen Moluche mit der gich wachsendicker und als mehr extremer ukrainischer nationalistischer Bewegung in die Mizrach kannten, hat Leschinski vorausgesehen, als es wird sich uns in den Emissar-Bürgerkrieg
zwischen Polyaken und Ukraine, was das ist ja vorgekommen 1944, noch allemen. Und als die ukrainischen Nationalisten wollen anfallen und proven äußerrotten die Galizianeriden on Rachmonis in sehr Streben zu vereinigen sehr Land von fremden Herrscher. Anderswo hat Leszczynski gebracht noch andere Theories. Schon im dritten Essay von derselben Zeit hat er gewiesen auf einen dritten möglichen Faktor in dem Allem, das heißt die Dynamik von der Sicherheitspolitik bei den Eimer-Luches. Dort spekuliert, wie die leuendicke Sekunde von dem Ratenverband vertreiben Moluche-Leid in die kleinen miesig europäischen Staaten, zu verstärken die Moluche und ihre Rolle in der Ökonomie, was mehr. Das ist einmal Verteidigungszwecken. Und das wird weiter aufheizen dem innerlichen ökonomischen Nationalismus in der Gesellschaft und machen dazu jenem ökonomischen Nationalismus für eine Sache mehr gefährlich zu Minderheiten wie Jiden, was mehr es entwickelt sich der Moluches Keuch. Ich habe so lang verbracht mit Leszczynski. Lav Davke war sein Argument, ist ein klarer. Punkt verkehrt. Ist mir interessant, erstens, weil es ist klar, als strebt, zu gefinnen neue Mittel, zu verstehen Faktoren, wie der Antisemitismus und wie der Nationsstaat und der Nationalismus beklau. Und als läuft von einer Theorie zu einer zweiten, weil kann sich nicht befreien von dem Schad, als die Welt hat sich stark gebitten und es hält sich in den Beiden. Und als die gejahrschende Theorie ist, mit was die Gesellschaftlichkeit hat früher ausgeteilt die Welt, geben nicht zu verstehen die Oceanum. Und das bringt mich zu einem Wendpunkt im Referat. Derweil habe ich sich konzentriert, in was die Gesellschaftlichkeit hat ja gesagt. Wie sie haben ja erklärt dem jüdischen Matzev und seine Wurzeln und Prospekten. Nur es lohnt sich tracht in den historischen Kontext, wegen was sie haben nicht gesagt, euch. Also wir betrachten die drei theoretische Proven zu verstehen dem jüdischen Matzev, was ich habe da gebracht, ist merkwürdig ein gewissen Bläus. Nicht kein einer von den früher demonten Analytiker gibt sich nicht ab ernst. Mit der Frage, für was ist der Antisemitismus so zuziehendig und einredendig? Für was redet er heute zu den Schammerwurzeln und Deiges und Hoffnungen von so vielen Menschen? Die Frage ist, was man kann fragen in den 30 Jahren. Und das ist nicht nur ein Bläus, Leute, meine Meinung in meinen Augen, von meinem Guckwinkel. Es ist ein Bläus, was man sieht gleich, wenn man vergleicht der Gesellschaftlichkeitsgedanke mit wie andere mitzeitlerische jüdische Kreise haben behandelt im Minion. Spezifisch, lassen wir betrachten den modernen Fall, von wie verschiedene Angucker haben getracht wegen dem Antisemitismus durch ein Lens von der demnach neuer und gich wachsendiger Wissenschaft, ob ihr wollt, von der Psychologie. Als wir stellen weg dem jüdischen Gedanken in breiteren Gerämmen von den 1920er und 1930er Jahren in Europa beklau, sehen wir als Behandlungen von dem Antisemitismus, wie er meint, Psychopathologie und Behandlungen von der Psychologie von Gruppenszene, von Gruppenfeind, sind geworden sehr populär. In diesen Jahren hat Freud allein ungeheuer zu trachten breiter wegen der Psychologie von Szene und von Antisemitismus allein. Und das ist halt nicht kosche eine Sache andere deutsche Jiden noch. In Polen haben wir solche Theorien ungehabt im Interesse von verschiedenen Kreisen. In dem Warschauer B'nai Bris-Verein, wo es dann zu neuf gekommen Assimilatoren mit polonisierten Zionisten, haben wir gehalten Lexis wegen Psychologie und Antisemitismus. Und Antisemitismus ist schwierig Psychoanalyse, wenn man es darf nicht übersetzen. Dazu haben wir solche Theorien sich entpleckt in der populären Kultur. In 1931 hat sich entpleckt der populäre Übersetzung von Freuds Gruppe Psychologie und Egoanalyse. Von wann es nimmt sich sein Begriff wegen dem Narzissismus von kleinen Unterschieden. Ein ähnliches Interesse gefinden wir in die zionistischen Kreise in euch. In 1932 hat sich entpleckt in Warschau das Buch Antisemit, das darf nicht übersetzen, von Avrom Levinson. Wenn wir kennen den Namen Avrom Levinson, er hat eine Rolle in der späteren jüdischen Geschichte. Er ist der Mitgründer, technisch, mit Avrom Sutzkever von der Goldene Kate. Aber das ist ein bisschen später. Levinson ist gewesen ein Aktivist in den Reihen von dem Arbeiterzionismus in Polen, in der Hitachdut-Partei,
was gestanden noch zu der Mapai in Eretz Israel, Palästina. Er ist ein Sozialist und wie seine ideologische Gegner Menes, Silberfarb, Bleschinski und Benadir, ist er gewesen sicher, dass der Antisemitismus muss, wie alle gesellschaftlichen Erscheinungen, sein verwurzelt in einem gewissen sozialen Maziv. Nur von der anderen Seite hat Levinson aufgeöffnet seine Analyse zu der zweiten, materialismfremden Begriffenwelt von der gesellschaftlichen Psychologie. Spezifisch hat sich Levinson verinteressiert in neigebackene Theorien von der Gruppenszene, wie er mein Projektieren, wo Jechidem von einer anderen Gruppe gefinnen eine Kompensation für die eigenen Fehler und Frustrations durch dem, was sie denigrieren, andere. Und von was habe ich sich vernommen so lang, mit dort der breite Wendung in die 1930er Jahren zu der Psychologie, wie ein möglicher Schlüssel zum Antisemitismus. Nicht, weil ich halt, dass er solche psychologistische Erklärungen sind gewähnt speziell gelungen. Nein, mir ist interessant, weil mir dachte ich, als die alle Proven zu begreifen dem Antisemitismus im Licht von der Psychologie, haben gehabt eins beschützt. Alle haben sich ehrlich gerangelt mit der Möglichkeit, als der Antisemitismus ist weit mehr kompliziert, wie er damals gemeint, weil er befriedigt etwas, tiefe psychische Bedürfnisse. Weil es rett zum Machen des Menschen zu Liebsiebes, was man versteht nicht genau. Als eine Vision von dem Antisemitismus ist, versteht sich der Zitterndig. Weil etwas, was befriedigt psychische Bedürfnisse, etwas, was wirkt in die unrationale Tiefenischen von Menschen, ist schwer zu bekämpfen. Und es ist auch schwer vorauszusehen, wenn es wird aufflackern und was für ein Keuch es wird haben. Sagt, was ihr wollt wegen der Psychologie. Nur von dem historischen Guckwinkel können wir austeitschen die Wendung zu solchen Theorien, wie ein Proof zu behandeln ernst die Starkheit und Zentralkeit von der Szene zu Jiden in dem Weltbenehmen von so vielen Menschen in den 1930er Jahren. Und da kommen wir zurück zum Blois. Im Licht von all dem breit verspreiten Interesse der Psychologie, via zu sorgsvoller Mittel, mit was tiefer zu verstehen dem Tutsi, die Wirkung und öfter dem politischen Keuch von dem Antisemitismus, ist ganz merkwürdig, wie viel es fällt, die Diskussion bei den Diasporisten-Jüdischisten. Es ist nicht da in Menes, in Silberfarbe, und euch nicht in Benadir, und viele in Naschinski, und nicht anderswo zwischen Diasporisten, so weit wir können sehen. Wie soll man verstehen, ob dem Blois? Reisches Kohl kann sein, dass da hat weitergewirkt, die Erspur von materialistischen Schittes und Instinkten. Man sieht Lomoschel als vierendicke gesellschaftliche Tour, wie die Ortführer Aaron Singalowski und der Frieder Monter Silberfarb, sind lang geblieben sicher, als die herrschenden Geschichten, die Meluche-Männer und Regierungsleit, sind sovkosov rationelle Menschen. Als der Antisemitismus wird nicht wirken auf sie zu viel, und als beätzem ist der Antisemitismus ein rationeller Phänomen, getrieben von Neid, von Schädlichkeit, von Realpolitik. Und eigentlich ist die Mysterie eine noch tiefere, weil wir wissen ganz gut, als vierendicke diasporistische Intelligenten haben sich ja stark verinteressiert in der Psychologie, wie ein Mittel zu verstehen, Jiden. Der vierendicke Erziehungstheoretiker von Bund, Shlomo Mendelssohn, hat angeschrieben ein Buch wegen jüdischer Jugendpsychologie in 1938. Schon in die frühen 1930er Jahren hat der große Forscher Max Weinreich sich vernommen ernst mit der Psychologie wie ein Schlüssel zu der jüdischen Jugend, ein Interesse, das spiegelt sich ab in seinem berühmten Meisterwerk Weg zu unserer Jugend und in seinen Freudebesetzungen und Überblicken von 1935-36. Nur wahrscheinlich nicht Jiden und Antisemitismus hat Weinreich geschrieben sehr wenig in den 1930er Jahren, derweil habe ich gefunden drei Sachen, und beklau nicht ausgenutzt die psychologische Theorie, in was er es gewähnt vertieft, zu verstehen dem Antisemitismus. Also ich spät wie 1937 in seinem einzigen Artikel abgegeben im Ganzen, mehr weniger dem Antisemitismus, hat er behandelt dem Antisemitismus wie ein Amarotzis, was die beste Schule gegen ihn ist, der Erziehung. Und Agiv, das ist ein Mann, was hat in seinem täglichen Leben Tage gefehlt dem Antisemitismus. Wie ihr wisst, Efscher hat Weinreich verloren ein Auge in 1931, Efscher habe ich getan, in einem Unfall von einem Wilner Universitätsstudent. Vermeischung von einer von den oft Umruhen von der Zeit. Und da müssen wir nehmen in Betracht, als wir haben zu tun, nicht nur mit Materialismus, sondern mit dem
Selbstzensur. Ich stelle sich vor, als war ein Diasporist, darf ich, wird gehabt gewesen, ganz unbequem zu leben mit der Möglichkeit, als der Antisemitismus hat gekannt sein, etwas unabhängig von Klasse und Kapitalismus. Etwas, was hat gekannt, weiter wachsen, auf viele noch dem, was ökonomische Zürcher sollen sich minnern. Was hat gekannt sein, ätzendig zum psychischen Klimat, Kultur und Politik von der Sache von seinen miserisch-europäischen Schreinen. Und der Fahrer als Sekunde zu seiner Geläumnis von der lichtigen jüdischen Zukunft in miserisch-Europa. Und mit der Frage von Zukunft kommen wir zum letzten Teil von der Rede. Lassen wir zurückkommen zu Bleszczynski, zum samen kompliziertsten von unseren Analytikern. Wie ich auch gesagt, halte ich Bleszczynski für speziell interessant, weil Hodger hat keinmal nicht herausgetreten, zu weit von den Dalai Lamas von der sozialistischen Schiete, hat er kenntig nicht gekannt machen sollen mit den Grenzen in seinem eigenen Verstand. Er hat ständig gehalten in Ausprüfen verschiedene Ideen und Einfallen. Mir dachte sich, als wir können auch gehen einen Schritt weiter und sagen, dass Bleszczynski ist gewesen ein anderer Mindenker, was hat in einem gewissen Sinn gebeten dem ganzen Fokus von der Diskussion. Nur zum Teil können wir lernen in seinen Artikeln, wie Proven zu erklären, für was die jüdische Wirtschaft und Gesellschaft gehen bargerob. Der andere Schwerpunkt von seinem Argument liegt in dem Problem von was schickt sich, liegt in der breiteren Konzentrierung, als er seinen Verein als Sachgründen zu erwarten, als die Meluches, wo jeden gefinden sich, wie Polen und auch Deutschland, wollen sei verstärken die Rechtsäußerungsproven, sei vernehmen, was mal mehr Keuch sei durchzuführen. In dem Sinne ist Bleszczynski ein Risk-Theoretiker. Er tragt wegen möglicher Risiken. Es ist so, wie er ruft der Reus Menes und seine Mitgeher so. Ihr seid Optimisten. Als das wird alles vorbei und wir an der Reus kommen ganz. Ich sehe Sachsimonem als nicht. Kann sein, als ich, Bleszczynski, noch nicht sein sicher, welcher Faktor ist der Riker. Nur ich sehe Sachsibes zu meinen. Als fort wird der Matze während schlecht für ein Volk. Und was wird es kosten, das jüdische Volk, ob ich bin gerecht? Es wird kosten, so teuer. Als fort müssen wir etwas tun. In dem Sinn kann man vergleichen sein Art Trachten zu dem von einem einseitigen Klimatolog. Kann sein, also wir verstehen nicht 100% genau, welche Mechanismen führen zu der ungehenden Anheizung von der Welt. Nur wir verstehen gut genug, als es warmt sich ein, müssen wir etwas tun. Wie es soll nicht sein, ist Bleszczynski nicht geguckt auf seinen Sozialismus, geworden als mehr eingerät, im Gang von den frühen 1930er Jahren, als jeden in Europa wollen nicht können aushalten, als keine der Lesung kommt nicht bald, als bis die schöne sozialistische Zukunft wird kommen, wollen jeden werden so zerblutigt und zerstäubt, als wir tun nicht warten. Und da sollen wir demonen Bleszczynskis moderner ideologischer Entwicklung. Als Zionist junger Heid, ist er Riebe zu einem breiteren sozialistischen Territorialismus in den Jahren vor der Ersten Weltmechome, geworden ein verbrennter Jiddischist dazu und in den 1920er Jahren geworden ein Diasporist Mamisch, sich der nennt er zum Bund. In den frühen 1930er Jahren, wenn er es geworden als mehr sicher als keine feugeldicke Zukunft ist möglich in Europa, hat die neu aufgelebte territorialistische Bewegung der Wart bei Amunas Schlemer als er, Bleszczynski, wird während der Führer in der Bewegung. Weil fort ist er geblieben bei Jiddischist und dazu hat er oft geteinet in früheren Jahren, als der Zionismus ist nur ein Mensch Schäfetism, was wird nur dienen einem kleinen Teil von dem Volk. Nur da kommt der weitere Jiddisch. Wenn der neu aufgelebte Freiland hat sich gewendet zu Bleszczynski, hat er deklariert, als er wendet sich darf zu dem Zionismus. Für was? Der Entfer liegt in sein Zeitbewusstsein, in sein Zeitbewusstsein. Nicht Bleszczynski ist geworden ein ausgesprochener Hebräist, nicht er ist gekommen zum Eusphäre, als der Zionismus ist gewesen gerecht von Samer Anheben, die 1880 Jahren, nur er hat gesagt, etwas gar anders. In dem itzigen Krisismoment muss der, was es geht, dem On der Geurer von Emesse Jiden und nicht stamm die eigenen abstrakten Idealen, fragen nur eine Frage. Wohin können Jiden gehen, wo sie können bauen für sichere Zukunft? Und Tage itzter. Und da hat Bleszczynski geteinet, sind die Territorialisten gekommen zu spät. In dem itzigen, heißen Moment ist da ein einziger Territorium, wohin ein Mamoschestücker soll Jiden haben gekannt, sich hinraten und bauen für sich ein eigenes nationales Leben auf dem festen Boden von territorialer Konzentriertheit. Und das gewinnt Palästina, weil zwei teure Zionisten haben dort ein Gebäude, dem Yeshuv.
Und so schreibt Leschinski zu seinem Freilandfreund in 34. Und ich zitiere: Waren eigenem Gewissen ist waren Territorialist jetzt tausendmal schwerer wie zurück mit Juren, verämpferen das Absagen sich von der konkreten Territorie, was heißt Palästine, was hat nicht nur bewiesen Nissen im Sinne vom psychischen, überanderischen, die jüdischen Schamme, noch hat bewiesen dem Nest von allen Nissen, der führt zu einer Überwanderung von 50.000 Juden ein Jahr. Ich vermache dem Referat mit ein paar mehr allgemeinen Vierlegen, öfter mehr Paravi. Die, was forschen in dieser europäischen jüdischen Politik, sind oft zugezeugen zu den Idealisten und Gläubers, die, was verkörpern eine gewisse politische Immune. Wir haben Geschichtes von der oder jener Jugendbewegung, wir haben ohne Zoll Parteigeschichtes und heute haben wir da junge Forscher, was gehen zurück zu solchen Idealisten wie Schidlowski oder Steinberg oder Gorharav Tamaris. Guten Feind? Noch auf drei Teines. Reischesko. Mir dacht sich, also Sach von dem samen interessantsten jüdischen Gedanken in Dio Joren hat sich geschaffen, darf gezwischen die, was haben nicht gekannt geleben, der Munde Schleme. Das heißt, die, was haben gehabt, mehr Frages wie Enfers. Verschönes, dacht sich mir, also wir müssen schreiben, eine vergleichliche Geschichte von die alle Lagern zusammen, weil wir dämmelt entdecken, als eine andere Geschichte von dem jüdischen Gedanken in schweren Zeiten. Eine Geschichte von wie ein ganz Dor hat, was ist aufgewachsen mit gewissen Hassogis und fartigen Theorien wegen Gesellschaft und Politik, Ökonomie und Ideologie, hat gedarf sich rangeln mit neuen Vorkommnissen, was hat beätzem nicht gekannt erklären. Man muss schreiben, eine Geschichte, was nimmt rein nicht nur die Dergrächungen von unseren Helden, nur euch sehr Grenzen und Durchfallen. Verschließes, sie können mir ignorieren, als solche wie Leschinski, sie Levinson, was haben gefunden, den Mut zu stellen, kritische Fragen, ihre eigene Teures, Schietes und Hoffnungen, die, was haben reagiert zu den 1930er Jahren, nicht mit ideologischen Credos und beneidter Sicherheit, nur mit als mehr verzweifelter Fragen. Mir dacht sich, als die, was haben getan sollen, sind nicht weniger wert unser Covid, wie die Idealisten, was sind geblieben Stolleneisen bei der zu jener Munde. Und als solche, was haben gehabt, mehr Fragen wie Enfers, sind öfter noch mehr scheich unsere eigene Zeit. Ein Dank. Sheven? 5 Minuten Frage ist, und Anton, die Brillen, weil ich öfter können sehen, die was haben die. Es ist Jürgen, ist an der Helfanten Zimmer, aber leider bin ich nur ein Historiker, ich sehe nur ab zurück. Aber es ist vollkommen unehrlich von meiner Seite abzulegen. Und sicher habe ich gehalten, Sinn in ein bisschen einseitige Diskussion ist. Ich habe bemerkt, so ein Freund, wegen was ich gehe reden, hat er gleich gesagt, so wie französische Jüdenheit. Ich sage nicht, dass ich sage, kein Sachparallelen, das heißt, von einem gewissen Guckwinkel ist der Parallel im Ganzen nicht kein. Nicht gegen Chlore, weil die französischen Jeden objektiv gerät sind in einer ganz guten Matze. Professor ist er, aber in Zukunft, aber fort kann man sehen, also solche Frage ist, wie soll, von wann wird sich, was wird Mamisch bestimmen meine Zukunft? Das ist eine Frage, was man fragt heutzutage, dachte sich in Frankreich, was man nicht gedacht fragen mit 20 Jahren zurück. Ja, das heißt, bis dann werde ich sagen, also ich sehe öfter interessante Parallelen, aber ich sage nicht, dass man sich ausleiten gleich von der da ist eine gar bittere Geschichte zu Asamatze. Das ist eine gute Frage, sie hat auch fand. Ja. Ja, es hat mir angefangen in gewissen Sinne. Also das ist, ich habe lange gestrebt zu verstehen, von was Leschinski ist mir interessant. Davke, weil er bringt noch eine Theorie. Es ist klar, also er geht hin und zurück und er geht nicht also sicher auf einen gewissen Weg. Und in dem Sinne ist er, Maske, wir meinen, dass wir so etwas tun, aber ich mit dem habe ich auch nicht keine Sache hilfreich zu bringen, weil ich bin noch ein Starker. Sheva. Ja. Ich habe wenig geredet wegen
ich wegen des senatorischen Kreisen, ich wegen frommen Kreisen. Ich meine, als ich, auf wie viel ich kann sein, und da bin ich, habe ich sehr ausgelernt, sehr sach von Mendel Pekages Chassidut Polin, deswegen ich sehe das in Polen zwischen dem Chomes. Und er vernetzt sich meistens mit Drosches von hunderte Rabbeim und Rabbonimloch, nachher von der Größe, zu verstehen, wie sie haben ausgedrückt, sein Verstand von die itzigen Zeiten. Und von der einen Seite, Leute Pikage und Leute, was ich auch gesehen habe, hat man gekannt, sagen klar und offen, als es ist bitter. Es ist ein bisschen eine andere Chronologie, weil die Agude, die organisierte chassidische Kreise, politisch organisierte, haben gesehen, Hoffnungen darf gehen, dass das Nazi-Regime. Und sie haben sehr Liebe zu dem Regime, sehr so Romance, so ein Roman mit dem Regime, hat sie geendigt, ein bisschen später. Ja, bis die 30 Jahre haben sie manchmal geglaubt, dass sie wollen Kali machen, die zionistische Pläne und die bundistische Pläne, aber unsere Pläne wollen sie unterstützen. Sie wollen uns geben die Kihile und wir werden mit der Zeit kommen zu sich und wir wollen zurück zu, wie es vielleicht sein. Aber ich meine, man kann sehen, die Ukraine, sicher von unten, man sieht also zwischen jungen Leuten, etwas, was man noch nicht geschrieben kann, wegen dem, ob es klar ist, zwischen jungen, frommen Leuten ist der Drang zu Palästina gewesen, punkt so stark wie bei ausgesprochenen jungen, weltlichen Zionisten. So weit, dass die Gude hat gedarft machen Scholem mit a praktischen Zionismus von den jungen Leuten. Und gedarft machen alle Massamotten mit den Zionisten auf Zertifikaten. Euch klar von der anderen Seite, als die jüdische Tradition in der Hand von Diophirus hat gehabt, dass auch Ressourcen auf Verstehen alle meinem Leiden wie mein Chevle Mashiach, sie wie mein Shuva Bonim Theologie, also mein Proof von dem Ewigen allein zurückzubringen Menschen zu der Chayosher. Das sagt euchsprechlich als Sacherbonim schon in die 20er Jahren, als mir, als Berlin, als Scholar uns gebracht hat, so weit von der Chayosher, als der Ewigste muss Tage zurückstuppen, ganz ganz nicht wohl. Und wir sehen viele solche offene Chevle Mashiach, also ein Chevle Mashiach redet wie Echonen Wassermann, wie ein dicker Rauf in die Ukraine, in 38, 39 angeschrieben, Maria Sein, wo er sagt, Bezim, als Reisches Kohl sind die Jiden, was wären bestroffen, meistens Erf Rav, sei wie, nicht genämmen sie Jiden, und das ist, man soll sagen, kabbalistisch gerät, Gedei. Und dazu ist hat Gedarf kommen zu dem. Man sieht verschiedene Ressourcen, gar eine andere Geschichte, dachte mir. Noch Fragen? Ah, sei so gut. Nein, so haben sehr Sache Anhängers, darf ich. Und das ist eine Frage. Wir haben planisch geredet wegen die rechten Zionisten oder Jabotinskis-Kreisen. Und Adarabe, Betara ist eine sehr große Bewegung. Ich habe letztens gelernt bei einem Historiker, bei Scott Uri, nicht Leute seine Forschung, aber ein anderes, also er bringt eine wilde Zoll wie 400.000. Das ist manchmal gewesen groß, ohne Sofik. Ja, Masken, das heißt, es ist gewesen. Und er wollte gesagt, dass in einem gewissen Sinn hat jener Lager gehabt, hat sich gefühlt, als sie haben schon vorausgesehen und sie haben gekannt, erklären genau, was kommt vor. Sie haben nicht gehabt, kein, es hat sich nicht, sie haben nicht gedacht, rangeln mit, wie kann es sein, als eine Regierung, eine nationale Regierung soll willen, als größere Minoritäten so neu ist. Ist Jabotinsky gesagt, dass man kann machen, als er mein, wie ihr wisst, hat er geprüft, aber schutzfestige Sprache mit der Regierung allein. Ist ja absolut. Ich wollte gesagt, das sind die Kreisen, in der meisten Gewehen, am Erposche der meisten. Kurz von einer Sache, sie machen nicht gekannt der Haus. Das heißt, vorher hat man gedacht, suchen die bietenden Post-Zertifikaten für seine Gewehen. Und noch 35 ist noch mehr kompliziert, von dem Alten. Also 36 ist Palästina von 80 mehr weniger. Es ist auch mehr kompliziert zu wissen, was man kann tun. Habe schon noch eine Frage. Seid ihr so gut? Es wollte nicht, wenn es ein jüdisches Zusammenkommen, wenn es nicht gebracht hat, eine Anekdote.
mit dir sein. Jeden Abend haben ich weiß nicht, ob ihr gehört, aber ein alter Lodger, was gedenkt, dass mein Pilsudski, der muss sagen, Diktator von Center, was hat genommen die Macht in 26 und ist er weg in 35. Wenn er ist er weg, seine Regierung ist gegangen stark zum Rechts, speziell bei Jiden, nicht nur, nur speziell bei Jiden. In einem gewissen Sinn könnte sein, mehr rechts wie der rechts. Jiden haben tief geglaubt, das ist schon zu tief, als Pilsudski wird sie Jiden. Und das hat man geglaubt, darf gehen alle Lagen. Huh? Und die Antisemiten haben geglaubt, dass Pilsudskis Regierung ist eine jüdische Regierung. Meine Damen soll ich endigen. Ein herzlichen Dank euch, Herr Rufmer, und Herr Fagisch. Herr Größen, ich kann euch bejummen. Sehr feiner Referat. Jetzt habe ich dem Covid zu verbeten, Itzik Gottesmann. Professor Itzik Gottesmann ist der ältere Lektor von jüdischer Sprache und Kultur in der Texaser Universität. Sein Mama, Bele Gottesmann, Olea Scholem, ist gewähnt die Schwester von Dr. Mordechai Schechter, euch langjährige Schochente und euch Asael von der Jüdisch-Liege und von der jüdisch-istischen Schwiefe. Und er wird erzählen wegen sein Vetter Mordechai. Teure Freunde, es ist bei mir a Covid von mir, zu kennen sogen ein paar Werte wegen mein Vetter und Mime, Mordechai und Scharne Schechter. Sie sollen sich mehen. Kemat 40 Jahre haben wir gelebt wie Schenem und ich gedenke nicht, kein einmal, wir sollen sich Cholile kriegen, nicht mit der Mime, nicht mit dem Vetter. Le Teufels Mameluschen sind beide gewähnt, great, einzulegen Welten und sie sind trist, wo sie dank sehr Tiere haben sie aufgebaut der Hemmschach für Jiddisch, sei durch die Sprüche mit jüdisch redenden Kindern und Einiglich, welche vernehmen unfeindliche Rollen in der jüdischen Welt, sei gesellschaftlich durch die jüdische Liga, Benjamin Schechter Foundation und Jugendtruf, die Jugendorganisation, was der Vetter hat geholfen lancieren. Ihr könnt sehen? Ich weiß es nicht. Ich bin unoffiziell gewesen, der Fotograf. Siehst du ein Licht? Can we lower light, one light down here? Okay. This is Stamon zu kicken, a Bild von Jugendtruf von die 70er Jahren. Ich habe es ausgeklebt, weil du Sheva Zucker sitzt da, Moshe Zacharia. Sheva. Tobe Dotkin, auf links, Peter Mordechai, Gietel und Zerochel. Das ist Zerochel. Und das bin ich besetzt auf der Sofa. Ja. Dem Jiddisch-Lehrer hat mein Mama ihm gerufen und seine Studenten haben gelernt mit anderen und lernen weiter in Kollelei Universitäten über der Welt. Selten wenn hat man gehört bei sie ein zynisch oder pessimistisch Wort, Legabe Jiddisch. Und sein Zugang ist damit gewesen, Lomertin wieviel man kennt und inspirieren andere weiterzutun. Ich habe damit bewundert, wie man kann sehen in meiner Karikatur von einem Kinderjournal in Gebenge in 1969. Er ist ein Professor, ein Sprachforscher, er kämpft für Reden im Jiddisch. Er hat lieb die Natur. Er hat lieb zu spielen, hab die Nose. Ich gedenke das nicht. Er Tate von vier. Er ist ein Redakteur. Er ist mein Vetter. Also Vetter spielen. Ja. Jeden Freitag zu Nachts, wenn der Vetter Mordechai und Mima Chana fliegen reinkommen, sind ins auf Bainbridge Avenue, trinken einen Tee oder Kaffee, hat mein Schwester Tabelin begrüßt mit Mr. Jiddisch ist du. Wenn sie es gewähnt dabei, andere Gäste, ist der Vetter zugegangen zum Schreibtisch und er abgenommen, etliche Kartlich zu verschreiben die Sprache, dem Dialekt von dem Gast. Er hat Tumme gehabt bei sich ein Pen und Kartlich gerät zu verschreiben. Er sagt, kenne von den jüdischen Dialekten, hat die jüdische Sprachforschung noch keinmal nicht gehabt. In seiner Arbeit über die Botanik sieht man nur auf ein Spitzmesser, wie viel Mühe er hat reingelegt beim Sammeln Balpe,
bei hunderten Informanten. Er hat ständig gesehen die echten jüdischen Ausdrücke von der Sprache. Le Moschel wehrte, was Martin sie kemat vergessen, ob er mir wohl gedarft, sie verspreiten. Und wenn einer hat die Forschung kritikiert, sagen die, dass keiner nützt nicht die Werte und kennt sie nicht, ist er gewinnt gerät, sich zu verteidigen, sei mit geschriebenem Keurem in der jüdischen Literatur, sei mit Kartlach, wo sie hat verzeichnet von jüdisch Redes. In seinem Suchen ist noch authentisch jüdisch, hat er auch entwickelt ein Interesse für Folklore und das hat uns stark verbinden. Wenn er ist noch gewesen Doktorand in Wiener Universität, ein Bocher von 20, 21 Jahren, nach dem Mulchumme. Das ist in der Schere, das ist eine Pleitelage in Wien, mein Tate, mein Mame, mein Babelivsche und das ist Peter Mordche, der jüngere Bocher dort. Hat er mit meinem Mamen abgemacht, mit Nivo in New York, zu sammeln Materialien von den drei Scheres Hapleiterlagern in Wien. Plakaten, Fotografien, Publikations und Folklore. Die Materialien können wir finden da in dem Nivo-Archiv. Ein bisschen von der Folklore-Sammelarbeit können wir lernen in einem amoligen Journal der Seminarist von einem jüdischen Lehrerseminar in New York. Ein Teil hat er gedruckt in einem Journal jüdische Folklore von einem Judlamit-Kahn Folklore-Club beim Nivo. Ein Teil von den Gramen und Zählenischen hat meine Mama abgedruckt im Kinderjournal, wenn sie hat im Journal redaktiert in den 1970er und 80er Jahren. Eine Sammlung von 100 Zählenischen, Auszählenischen, das heißt Counting Out Rhymes, gefindet sich zwischen meine Mamas Papieren. In 1954 hat Label Kahn, ein neunter Chave von dem Vetter und ein getreuer Mitarbeiter von der Freilandliga und der Noch-Jiddisch-Liga, redaktiert, rekordiert mein Bobbe, Lifsche Schächte Widmann, ein äußergewöhnlicher Volkssänger. Ein erich 100 Lieder hat er rekordiert, wo sich gibt es ein bisschen herauf auf dem Blog Yiddish Song of the Week. Beschast die Bob hat sich abgeriet, hat Kahn rekordiert mein Mamen und dem Vetter. Der Vetter hat sei gesungen, sei rezitiert im Folklore, was er hat gesammelt in Wien. Le Moschel Applauder Meißele, verschrieben von Rivke Weininger von Dratschnitz, Bukowina. Ihr kennt das alleine? Okay. Das ist ein humoristisch Kindermeißel. Und es hat nicht genügend, aber es ist glatt, die Kabe zu überzugeben, mehrwertiger Ton. Und wer hat mir Bukowina. Ja. Eck des Perfektes in Hindenburg steckt es. In 13 Jura Rehm ist gewesen ein großer Frost. Was nicht gewachsen, kein grüne Gekissen und lauter Gele. Es ist auch gefallen von dem Himmel ein Stück Gele Marmelige. Hat getroffen hinter klaren Bacher, hat sich ist geklopft das Näsel, ist gerinnt im Blick von den Zehen, ist es auch weggelaufen zum Kölnikehr, auf ein scharmer Rezept, ist er aus drei Reuten nimmer. Das ist ein Simmen, aus dem Hintelsmitter, ich liege 3 Uhr krank. Ich meine, Hindenburg ist du ein Euphemism für Hintenteil. Ja, ich verstehe. Du hast gesagt, was wird behalten da? Die Rekordierung in seiner Wichtigkeit nicht nur zu lieb die Texte, nur auch zu lieb dem Eufen von der Zählen, dem Rhythm und Eustäutsch, was wert heint verloren. Etliche Lieder hat der Vetter euch gesungen in 1944. Zwischen sei eins, was wird ein Teil von euch klingen bekannt, aber gieche auf Hebräisch wie auf Jiddisch. Aida, Lulu. I da lulinku, I da lulu shehinke, I da lulinku. The top is in Waldabek, in Waldabek mankin. Wette bringen dir auf egale Manken. Alda, Lulu, kleine Hinke, Alda, Lulu, Alda, Lulu, schöne Hinke,
weg, in den Felder weg, man ging. Ablim, alle Wetter bringen wir, ablim, alle man ging. Ei da, du kleine Das ist meine Schwester Tabula, was hat geweint wie ein Eifel. In Yisrael singt man das Schlusslied mit der Werte Numi, Numi. Ja? Und der große Kompositor Joel Engel hat zusammen mit Yechiel Helberden das Jiddischlied bearbeitet und gemacht von dem ein klassisches Lied auf Hebräisch. Die Rekordierung von Vater Mordchen ist derweil die einzige, was ich kann finden von einem originellen Lied auf Jiddisch. Gott der Vetter ist gewesen ein Wissenschaftler mit einem Husch für grammatische Gesetze und so weiter. Von deswegen hat sich ihn gezeugt zu Folklore, befreit Kinderfolklore, zu lieb dem freien Schafferischkeit, was hat gepfiffen auf Logik und Ausgehaltenkeit und hat Puschet ein Neu gehabt von Parodie, Stoch und Gram. Bringe ich noch ein Moschel von seiner Wiener Sammlung, rekordiert von Label Khan in 1954 in New York. Ein humoristischer Dialog euch von Dratschen ins Bukowine von Frau Weininger, Rivke Weininger. Der ich gedei Dibber, hab ich mich ein Rieber und mach mit mir Chitten ein Schmies. Mir Chitten, ein Vergnügen, lass mich kriegen. Chatschen ist du bewusst? Es ist doch Volk auf Gäste, wir schicken Kind Triest, wohin in den Netzes Ruhl, in jüdischen Spitur. Wenn der Vetter vielleicht lehnen, wegen interessantem in Hagem, Traditions und anderem in Folklore in der jüdischen Literatur hat er sich damit geteilt mit mir und mit jedem einem hat er, sei der Mime Czarne, sich geführt breitherzig. Ich will ständig gedenken seiner Liebschaft und Chesed. Adank. Großen Dank, Itzik. Wir gedenken Sie beide mit Warmkeit und Dank für das Ausbringen, also schön. Und versteht sich, ich habe vergessen, dass der Mann als Itzik Spezialität ist Folklore und das hat ihr. Ob ihr habt nicht gewusst, früher hat ihr das verstanden von dem, was er hat erzählt. Gemacht zum Sof haben wir, wie gesagt, dem Covid zu verbeten, Jenny Lopatnik soll singen für uns. Er singt, wie gesagt, von Kharkiv. Er schafft von neuen Liedern auf Jiddisch. Ein Lehrer von Jiddisch, ein Organisierer von dem internationalen Festival Kharkiver Klezmertag und die Sängerin von der Kharkiver Klezmerkapelle. Und Oi Mordechai Schechter ist da gewesen, Mr. Jiddisch, ist sie in Kharkiv Miss Jiddisch. Jenny Lopatnik. Schönen Dank, ich kann sagen, dass für mir das so angenehm und ich bin im Ganzen glücklich im Singen für euch geeint. Und ich will anheben nicht von meinem Lied, aber für ein Lied, welches öfter alle kennen schon. Aber das ist so teuer und so gut. Aber einmal der Marwicher und ihr habt Texten, die Wörter, das heißt, also ihr könnt sehen, was ist genau in einem Lied, kann sein geschehen. Ja? Und wir wollen anheben. Ohneheim bin ich jung geblieben. Es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahr gehabt. In der Fremd, weit von Mames Augen,
hat in Schmutz mich die Gasterzeugen geworden ist von mir a Wohler Jad. Ich bin aber einmal der feigste Marwicher, a größer Künstler, Arbeit lacht und sicher, das erste Mal gewölge Deuten bis in Teut, herein in Füße verlachen an der Bräut, oi, oi, vor nicht auf Marken wie eine Prostiaten. Ob nur bei karge, schmutzige Magnaten, bin sich mich heuer, wenn ich da was am Magnat. Ich bin auf Reimel, Gora, Woller, ja. In der Fremd nicht gehad zum Leben, gebeten Bräute, nur mehr Flat noch geben. Nur jene Leid, wo seinen Tommy zett, legen auf, treiben dich mit Zorn. Zwagsta gani wsi zmeku im geworn, a ganef bin ich nor, a woller jad. Ich bin aber einmal der feigster Marwicher, a größer Künstler, Arbeit lacht und sicher, a ja der kleiner rein in Kutschement, a reutz am Asik, a zentler Talent. Zu Pner bei karge, schmutzige Magnaten, bin sich mit Haiwan, Ktapa, Samagnat. Ich bin auf Reimel, Gora, Woller, Schniat. Schöne Schlank, wird das Spiel gedorn. Kran von Klept, Gift von Twisse, Mäuern. Nur ein Bakosche, gewollt, das sei gewollt. Noch mein Teut in a Toga trieben. Soll auf mein Matzeiwe Stein geschrieben. Mit Äußlis, Äuße und von Gold. Da liegt auf Reimel der feigste Marwicher. A Mensch a größer, gewandelt von ihm sicher. A Mensch, a feiner, mit Herz, mit Tagefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott allein nur will. Wenn über ihm wohl gewacht am Amen Zeugen, wenn über finstere Gas ihm nicht erzeugen, wenn noch als Kind er hat Taten wohl gehabt, da liegt auf Reimel, Gora, Woller, ja. Wacht am Amen Zeugen, wenn über finster Gasse mich der Zeugen, wenn noch als Kind er hat Taten wohl gehabt, da liegt der Freimel, Gora, Woller, Jad. I'm sorry, can we make music a little bit louder? Because I don't hear it good from the beginning. Ich kann sagen, als ich bin gewesen da, mit 3 Jahren zurück und ich habe gehabt ein Konzert in Shalom Aleichem, not now. Und ich kann sagen, dass für mich das ist gewesen so teuer, so süß, weil wir seinen gesessen zusammen und Beile Schächter Gottesmann euch hat es gewesen zwischen Eulen und für mich ist es Hanoja und das ist gewesen sehr angenehm. Und nachdem wir seinen zusammengewehen in ein Haus von Itze Gottesmann und Beile Schachter Gottesmann. Wir seinen gesungen zusammen und getrunken Tee. Und es ist gewesen so schön. Und ich kann sagen, dass das ist sehr wichtig, der Moment, solche Momenten, welche kennen, warmen unsere Herzen, wenn wir fühlen sich nicht so sicher, wenn wir fühlen sich alt, allein. Aber wir kennen der Morgen etwas, was es süß und teuer und gut. Und ich will jetzt singen, verbeilen, ein Lied, welches alle kennen schon, Efscher, Harfstlied. Und das ist verbeilen. Und ich glaube, als sie wird das Herrn und vielen etwas. Ja.
und was gegrimmt, vergeht, verwirnet. Sess es Herbst und was geblinkt, vergeht. Und ich, was hab gemeint, sie ständig Frühling. Und Hand in Hand die ganze Ewigkeit. Aha, fallen die Blätter. Aha, fliehen die Getag. Aha, wie will ich jetzt erblanschen, wenn's liegt Gedichter, ne Blaff mein Weg. Krakenvögel, so traurig, sei gesunder. Krächzt in Fenster und sie klagt der Wind. Oh, wie will ich jetzt weg von dannen? Sonnenbrück, wonach der Frühling rinnt. Ah, fallen die Blätter. Ah, verlieren die Tage. Wie will ich jetzt erblanschen, wenn's liegt Gedichter Nebel auf mein Weg. Flidere, a galopp a wilden Ferdl, räumt mir ein Assad, er hat mich holt. Zu wange darfst du warten auf'n Frühling, als hat der Osschen Lekäuschens Gold. Aha, fallen die Blätter. Aha, fliehen die Tag. Aha, wie will ich jetzt erblanschen, wenn's liegt ein Dichter aber auf mein Weg. Aha, fallen die Blätter. Aha, jetzt will ich ein bisschen singen, die Lieder mit meiner Musik oder meine Lieder. Und ich will anheben von einem Lied, was ist mir sehr teuer, was ist mit den Wörtern von meinem Leben. Und er ist ein bisschen unser, ukrainischer, weil er ist von Tschernigow und ein bisschen Eier von New York. Und das heißt, als ich will sein wie auf Seiden vor dem, ja, und ich will vereinigen zwei Wörter von Jiddisch, unser ukrainischer und von New York euch hat und ein Lied, Abendlied. Dear friend, let's try. Der Wanderer steht mit Atfile und mit Leu, mit seinen Stecken in der Hand, kehrt zurück sich zu sein Land, wie ein Kuh beim letzten Strahl, kommt zu Feld zurück in Stall. Und meiner Abend, von dem langen Tuch am Ende zu dein Stillkeit fall ich zu,
in dein Stillkeit ist mein Ruhm. Wiegst mich in dein Stillkeit ein, beim Lwuner weißen Schein, wir sind bloem Tugarein. Und mein Rund, wo, 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 wo. Good to sing Nigun together. So if we will do it together, it will be really fine. Wir wandern stolz mit Adfile und mit Leib, mit sein Stecken in der Hand. Kehrt zurück sich zu sein Land. Wir kommen beim letzten Strahl, Kumpf und Feld zurück in Stahl. Und mein Rund, bu 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 Meine Leute, ein bisschen unser und ein bisschen Eier. Und wir sind alle zusammen, das ist sehr heiß und schön und süß. Und ich habe euch mein CD mit mir und noch Konzert, könnt ihr kommen zu mir. Es ist sehr interessant für euch. Und ich will singen ein Lied, was habe ich. Alle kennen das Lied. Aber das ist von meiner ersten mit meiner Musik, aber mit Wörter von Avrom Sutzkever. Und ich soll das singen, weil das ist sehr wichtig. Wer wird bleiben? Ja. Euch und mir können etwas singen zusammen, weil singen zusammen, das ist damit sehr jiddischlich. Ja, sehr jiddischlich. Wir können Poschet schweigen. Es ist unmöglich schweigen. Sollen wir singen? Hai da ya da da i dai ya da 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 i dai ya da da i wer wird bleiben was wird bleiben bleiben wird der wind bleiben wird die blindheit von dem blinden was verschwindet bleiben wird a simon von dem jam a schnir lschoi bleiben wird a wolken dul verchapet a faboi ai da ja da da i da ai da ja da da ai da ai da ja da da i da ja da 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 i da ja da da ai da Sie ist gewöhnt, also ich teile singen mit euch. Also ich soll ich singen von Onheim, weil sie soll ich da singen. Aber ich hoffe, dass sie können mir machen das noch einmal. Ja, ist das möglich? I'm sorry, can we try once more? But now you know the words. You can sing with me all time, okay?
sein, es kann sein, zum Aller sein. Hei dai, ja da dai dai, hei dai, ja da dai, hei dai, hei dai, ja da dai dai, ja da 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 dai dai, ja da dai. Wer wird bleiben, was wird bleiben, bleiben wird der Wind, bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet. Bleiben wird auf Zimmern von dem Jam, als Nierl schäum. Bleiben wird auf Wolken, du verchappet auf Abäum. Haida, ja da da, haida, haida, ja da da, haida, haida, ja da da, haida, ja da da, haida, ja da da. Wer wird bleiben, was wird bleiben? Bleiben wird der Traf, brüche sie die Karäus großen, sieben sein Baschau. Bleiben wird a Fiedelreus, liegt sich allein, sieben großen Pfund, die großen Wellen, sie verstehen. Haida, ja da da, haida, haida, ja da da, haida. Ay dai, ya da dai dai, ya da 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 dai dai, ya da dai. Ay dai, ya da dai dai, ay dai, ya da dai, ay dai. Ay dai, ya da dai dai, ya da 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 dai dai, ya da dai. Mehr von alle Sterne, als von Zoffen bis daher. Bleiben wir der Sterne, was erfällt in Sammetrer. Ständig wird a Tropfen Wein, euch bleiben in sein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben, ist dir nicht genug. Ay da, ja da da, ay da, ay da, ja da da, ay da, ay da, ja da da, ay da, ja da 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 da. Ay dai, ya da dai dai, ay dai, ya da dai, ay dai, ay dai, ya da dai dai, ya da 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 dai dai, ay dai, ya da dai dai, ay dai, ya da dai, ay dai, ay dai, ya da dai dai, ya da 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 dai dai. Schönen Dank, Farmir, es ist so angenehm, als alle kennen, als Ding, Wörter und Musik. Schönen Dank. Und ich will singen für euch noch ein Lied mit meinen Wörtern und mit meiner Musik. Und das ist meine Idee wegen unser Leben. Als wir sollen nicht machen von Jiddisch nicht kein Museum. Wir sollen schaffen, öfter mit Greisen. Es kann sein, also ja, aber das ist sehr wichtig, als jeder soll leben, sollen wir etwas schaffen. Sollen wir nicht nur gedenken, alte Lieder, Volkslieder, aber wir können euch sein, ein Teil von Jiddisch. Nicht poschet kennen, wir müssen, das ist sehr wichtig für uns. Wir reden Jiddisch, wir singen auf Jiddisch. Wir leben auf Jiddisch. Sie ist gewöhnt, das Gläsen war das Schöne, hat gespielt in die Städte lag die Kleine. Und mit seinen herzigen Liedern ist gekommen auf der Erde der Frühmorgen wieder. Becher, Becher, hebt auf Klausmorim für unser Leben und unser Weg. Tate, süßer, noch schick uns Rachmones und für
das Masel zu unser Breck. Sie ist die Hasene, ist die Parnasse. Sie ist der Ulam, ist das Geld. Auf seinen Jitten, seinen Klesmorim, spielen Klesmorim, wird sein die Welt. Sie ist gewähnt am Ull, das Klesmer, das Schöne, wird er gespielt. In die Stadt lag die Kleine, und wenn sein Fiedel ist geboren an Schwiegen, hat angehäuben sich der nächtige Ranigen. Echer, Becher, heimt die Klesmorim, war unser Leben nun unser Weg. Tate, Sisser, nur schick uns Rachmones, und für das Masel zu unser Breg. Ist die Hasene, wird sein Parnasse, ist der Ulam, ist das Geld. Auf seinen Jitten, seinen Klesmorim, spielen Klesmorim, wird sein die Welt. Nicht doschen mehr, das Klesmerl das Schein. Nicht doschen mehr, die Städte lag die Kleine. Aber seinen Dofaran, die Klesmorim, die Nähe. Und sehr liederlich, euch seinen, Amichaie. Echer, Becher, heip Klesmorim, war unser Leben nun unser Weg. Tate, sie ser, schick uns Rachmones, für das Masel zu unser Breg. Sie ist die Hasene, ist die Parnasse. Sie ist der Ulam, ist das Geld. Auf seinen Jitten, seinen Klesmorim, spielen Klesmorim, wird sein die Welt. Hecher, Becher, heib du Klesmorim, war unser Leben nun unser Weg. Tate, süßer, nur schick uns Rachmones, und für das Masel zu unser Breg. Sie ist die Hasene, ist die Parnasse, sie ist der Ulam, ist das Geld. Auf seinen Jitten, seinen Klesmorim, spielen Klesmorim, wird sein die Welt. Hei, tei, tei, ei, dei, ei, dei, dei, ei, dei. Hei, tei, tei, ei, ei, dei, dei. A schönen Dank. Ich bin ein bisschen geblieben und löschen. Ich will euch nur erzählen, ehe wir verändigen die Programm, eine kurze Sache, was ich gedacht habe, aber ich gehört von meinem jungen Schächter. Wenn sein Chor, wo sich ob Dämmelt sich in dem Beteiligt, hat gesungen Harpslied, hat er für die Singers, was kennen nicht kein Jiddisch, das ausgeteilt als ein Lied wegen dem, was auf der Älter wird, bin treurig, und mit Bank noch die junge Jahren und also weiter und so weiter. Und er hat die Halten wegen dem Angedroschen. Mit Zeit später kommt er zurück und sagt, ich bin nicht gewinn gerecht. Ich habe gefragt ihm, um mit Bale, er sagt, ist es wegen Harpst? Prost, Poschet. Seine Pfarrer Literaturkritiker, was meinen, dass sie verstehen besser die Lieder wie die Schreiber. Aber da meine ich, hat die Schreiber besser verstanden wie der Kritiker. Zum Sof, ein paar Worte von Dr. Sheva Zucker, Exekutivdirektor von der Jiddischliga und langjähriger Lehrer in das Sommerprogramm. Gut, danke noch ein paar Worte. Ich will bedanken alle, was haben sich so wunderlich beteiligt in unser Programm. Ich will sagen, als Benjamin Maas, unser heutiger Redner, ist 3 Jahre gewesen Student in unser Weinreich Sommerprogramm. Ist Studenten.
sitzen da sag Studenten im Programm ist öfter in ein Jahr zwei herum wird einer von euch da seine Redner. Wir können nicht wissen. Gut, wir darf streben. Und als Sachmenschen haben mich gefragt, wenn sie haben gesehen, Jenny Lopatnik von Kharkiv, haben gesagt, er bringt sie Age von Kharkiv, sie soll singen da. Der MSC, sie ist euch als Studentke in unser Sommerprogramm, aber ich meine, wenn sie wollt nicht gewinnen, kein Studentke da, wollt man sie sei wie sei gedarf bringen. Ihr habt öfter gesehen auf die Tischen, als sie liegt als ein Journal. Das ist der Journal auf dem Schwell, was es gibt, heraus, die jüdisch liegen. Ob ihr seid noch nicht kein Mitglied, kein Abonnent, könnt ihr sich verschreiben. Ihr könnt euch nehmen ein Exemplar, ob es einen geblieben was sitzen auf dem, sie sitzen auf dem Tisch. Und der neue Nummer wird herausgeschickt die Woche, ist halt ein Auge auf euer Postkastel. Es wird die Woche nicht ankommen zu euch. Schreibt nicht zu uns, es ist noch nicht angekommen, aber halt, poschet ein Auge und verlegt es nicht, es wird bald kommen. Und die letzte Sache will ich dir machen, als dem 4. August, weil wir da in Nivo, das heißt die Jiddischliga zusammen mit Nivo, haben noch ein Programm. Und das wird sein die Amerikaner-Premiere von einem Film wegen der jüdischen Schreiberin Chava Rosenfarb. Das Film heißt Chava Rosenfarb, das Blaise Lavor. Und sie ist ein Teil von der Serie, was die Jiddische Liga gerät zu, was heißt Schmusen mit jüdischen Schreibers, Welt mit Welt, Schmusen mit jüdischen Schreibers. Und es ist auf Jiddisch, aber es ist mit Kepler auf Englisch. Ist alle, was kennen Jiddisch und auch viele, die was kennen nicht Jiddisch, kennen Jiddisch, können kommen und Hanoi haben von sehr feinem Film gemacht unter der Regie von Josh Waletzki. Ist halt Hanoi, ihr wird kriegen Brief wegen dem. Und ob ihr seid nicht auf oder der Regime von Jivo oder der Regime von der Jiddischliga und ihr wollt wissen wegen weiterer Programme, seid ihr sehr gut zu der Heft dort und ihr könnt sich verschreiben. Ist noch einmal ein schönen Dank für den Kommen und jetzt ist da Kibbet. Ist bleibt und rät und hat ein Neues.